So, kann weitergehen. Schöne Ocarina of Time Musik, ne? Kokiri Forest. Und ich muss ehrlich gerade sagen, ich bin schwer überrascht von mir selbst, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach mal so lange, nach so langer Zeit vor allem wieder, einfach mal Minecraft spielen und kommentieren kann und über Scheiße labern kann. Ich habe gedacht, nach spätestens einer halben Stunde habe ich die Schnauze voll und es ist Schluss. Ich kann echt nur hoffen, dass die ganze Scheiße funktioniert hat und nicht irgendwelche Probleme dabei aufgetreten sind. Jetzt muss ich mal echt überprüfen, ob meine Aufnahme läuft. Entschuldigung, wenn jetzt eine Framezahl eingeblendet wird. Ja, läuft. Wunderbar. Das wäre jetzt natürlich der Hit, weil jedes Mal, wenn ich hier einen Cut gemacht habe, kurz habe ich dann auch die Aufnahme angehalten und dann sollte man die natürlich auch wieder einschalten, wenn man weiter aufnehmen will. Erkenntnis des Tages. Gut. Habe ich aber scheinbar gemacht. Beruhigend. Ja, ich bin wirklich überrascht, wie ich mich jetzt hier in das Ding reingesteigert habe. Also dafür, dass ich mit einer relativ niedrigen Laune angefangen habe, habe ich jetzt richtig Spaß hier dran. Richtig. Ja, mich eben reingesteigert. Ich bin fast schon begeistert. Und schon wieder geile Musik. Ach, ich habe nur geile Musik. Ja, natürlich, das ist meine Playlist. Da ist nur geile Musik drin. Klarer Fall. Ocarina of Time, Gerudo Valley, ne? Und zwar in der Orchesterversion. Ich glaube sogar von den Boston Pops. Ich bin mir noch nicht sicher. Könnte auch ein anderes Orchester gewesen sein. Ich habe es leider nicht dabei stehen. Clevererweise, ja. Weiß. Gut. Ich glaube, ich sollte ein paar von den Bäumen noch gleich wieder pflanzen, damit ich auch in Zukunft noch was zum Ernten habe. Ja, ich ernte Bäume. Andere Leute ernten Obst, Gemüse und sonst irgendwas. Ich ernte Bäume. Gut. So, jetzt ist die Frage, worüber reden wir jetzt an der Stelle noch? Ja, Möglichkeiten für Let's Play-Projekte. Ne? Wenn man jetzt von South Park mal absieht, was mich ja doch schon so ein bisschen reizt, was bleibt da noch? Was bleibt da noch? Unheimlich viel, theoretisch. Aber was? Leute, ich habe jetzt gerade echt keinen wirklichen Plan. Ich würde jetzt unheimlich gerne irgendwas Cleveres sagen, wo ich jetzt unbedingt spielen müsste. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon getreten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm vom Geräusch her. Ich wette, dass ich vergesse, es rauszuschneiden. Ja, yeah. Dumm, wenn man irgendwie den Mikroständer so stehen hat, dass man einfach mal dagegen kicken kann. Aber gut. Schicksal. Wo wollte ich hin, verdammt nochmal? Ja, nee, was könnte ich spielen? Ich habe keinen wirklichen Schimmer. Also an sich, irgendein alter Schinken wäre schon geil. Und ich finde, Wonderboy 2 nochmal zu spielen, wäre echt schon extrem cool. Was auch cool wäre, wo ich schon lange drüber nachgedacht habe. Ja, ich habe mir wirklich Gedanken über so einen Scheiß gemacht. Unglaublich, ich weiß. Wäre nochmal Mega Man 2 zu spielen in der Wily Wars Edition, allerdings diesmal nicht die PAL-Version am Mega Drive, sondern die emulierte NTSC-Version, halt dann am Computer, weil ich keinen NTSC-Mega Drive habe und auch nie, glaube ich, eine physische Version der NTSC-Version von Wily Wars rausgekommen ist. Das war, glaube ich, nur ein Download-Titel bei den Amis. Ja, auf dem Mega Drive konnte man Downloads haben. Also man konnte dann Modem anschließend Zeug runterladen. Da waren sie Nintendo voraus damals in den 90ern. Und nein, ich hatte sowas nicht und mal abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob es das in Europa überhaupt gab. Also diese Möglichkeit. Und selbst wenn es die gegeben haben sollte, ist ja völlig egal. Jedenfalls meine ich, dass Wily Wars bei denen nur ein Download-Titel war. Und das heißt, man könnte das Spiel eigentlich nur haben, wenn man die NTSC-Version von dem Spiel nur haben, wenn man irgendwie sich ein gebrauchtes Mega Drive kauft, wo das Spiel noch installiert ist. Aber ich bin mir da auch nicht 100% sicher. Macht aber nichts. Mir ist es auch relativ egal. Ich würde bei dem Spiel wirklich die Ausnahme machen, es am Emulator zu spielen. Einfach weil ich für die PAL-Version von dem Spiel schon als Reproduction Cartridge, also kein Original, sondern wirklich nur eine nachgemachte, schon 35 € bezahlt habe. Und wie gesagt, das ist die PAL-Version, die es tatsächlich gibt
auf Cartridge. Ihr wollt nicht wissen, was die kostet, wenn ihr die Originalversion haben wollt. Also ich glaube, die billigsten in schlechtem Zustand fangen bei 150 Euro an. Das kommt nicht in Frage. Und wenn ich mir dann vorstelle, davon dann noch irgendwie einen Mega Drive zu suchen, dass ein NTSC Mega Drive ist, auf dem das schon installiert ist, das Spiel. Ich will nicht wissen, was das kosten würde. Ich will es echt nicht wissen. Deshalb, Emulator ist dann schon ausnahmsweise mal okay. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich bin zwar an sich kein Fan von Emulator-Kram, aber in dem Fall wäre es okay. Warum die NTSC-Version? Einfache Begründung, die läuft schneller. Die hat zwar genauso viele brutale Slowdowns wie die PAL-Version, wie man es damals bei mir gesehen hat, aber sie läuft insgesamt schneller. Und das gibt natürlich nochmal ein bisschen anderes Spielgefühl. Und ich finde Mega Man 2 halt einfach extrem gut. Ist von allen Mega Man-Teilen, die ich gespielt habe, was zugegebenermaßen nicht sehr viele sind, mein Favorit. Ja. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so gut ist. Es gibt genügend Leute, die sagen, Mega Man 2 oder Mega Man 3 sind die besten Teile der Reihe. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, Mega Man X ist das beste Mega Man-Spiel oder so. Aber das ist ja auch kein Mega Man mehr, das ist ja schon Mega Man X. Ne? Okay. Gut. Was haben wir noch so? Ich gucke hier gerade so, ich sitze hier halt gerade sehr günstig in der Nähe vom Regal. Was mich hier direkt anlacht, weil es gerade genau richtig steht, ist Breath of the Wild. Ganz ehrlich? Nee. Breath of the Wild ist ein extrem geiles Spiel, kann ich nur empfehlen, ist toll und ihr solltet es auf jeden Fall spielen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Also wenn ihr ein Zelda-Fan seid, dann holt das gefälligst nach, weil es ein gutes Spiel ist. Läuft doch gerade die passende Musik dazu, ist klar. ja, das ist ein Zelda-Medley, der da jetzt kommt. Ist schön toll und gut und wundervoll und ole ole. Breath of the Wild, super. Ich habe weit über 100 Stunden mit dem Spiel verbracht und ich könnte noch viel mehr Zeit damit verbringen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ein Let's Play dazu zu machen, aber nicht jetzt. Ich habe immer noch Gothic 2, dieses Monsterprojekt da stehen und traue mich nicht dran im Moment. Und bevor das nicht gekillt ist, dieses Monsterprojekt, werde ich nicht ein anderes Monsterprojekt wie Breath of the Wild, anfangen. Also selbst wenn ich mich auf das Nötigste begrenze mit all der Erfahrung, die ich mittlerweile in dem Spiel habe und so, wäre das wahrscheinlich ein Spiel, das wenigstens noch 50 oder 60 Stunden bräuchte, vermute ich jedenfalls. Und das nur um das Nötigste zu machen, also das Nötigste heißt, ich würde so ein bisschen die Welt im groben Ganzen zeigen, würde versuchen alle, wie viel sind es, 120 Schreine zu machen und natürlich die 4 Tempel und dann den Endgegner irgendwann, die Krogsamen würde ich auslassen, weil die habe ich jetzt in meinem Spielstand auch nicht gesammelt, 200 oder so habe ich vielleicht, aber also 900 Krogsamen sammeln, das kommt gar nicht in Frage, so oder so nicht, das ist was für Leute, die sonst nichts zu tun haben oder so, aber nicht für mich. Und wie gesagt, ich habe hier keine Geduld. Habe ich vor ein paar Videos schon gesagt, ne? Also das kommt nicht in Frage, aber ansonsten, irgendwann Breath of the Wild wäre schon geil. Weil, ich muss auch sagen, ich hatte ja vor dem Spiel ein bisschen Angst, ne? Also, Breath of the Wild ist seit Ocarina of Time das erste Zelda, das ich mir zwar gekauft habe, aber nicht direkt zum Release. Was will ich damit sagen? Es gibt ein Hauptreihen-Zelda, das ich mir so oder so nicht gekauft hatte. Und das ist Wind Waker. Aufgrund von Gerüchten, die damals im Umlauf waren, die ich jetzt nicht gerade erklären muss. Das dauert nämlich zu lang. Tatsache ist, ich hatte auf eine bessere Version von Wind Waker gehofft, die nie gekommen ist. Und deshalb hatte ich das Spiel damals nicht gekauft. Und dann hatte ich auch keinen Grund mehr gesehen, mir ein Gamecube zu kaufen. Zumal ich sowieso nur noch am Computer saß, spielereitechnisch. Viel auf LANs gewesen bin und so, und dann braucht man keine Konsole, da braucht man einen Computer. Und so kam es halt, dass ich Wind Waker komplett ausgelassen habe. Auf meiner Wii U zugegebenermaßen war er jetzt dabei, weil ich die Wind Waker HD Edition habe, wo man Wind Waker als Download-Titel hat. Das heißt, mittlerweile besitze ich den Wind Waker auch tatsächlich, aber ich kann den immer noch nicht so richtig ernst nehmen, muss ich sagen. Ich habe ihn immer noch nicht gespielt. Das heißt, der fällt auf jeden Fall nach wie vor aus der Reihe. Und Breath of the Wild ist halt ansonsten, wenn man vom Wind Waker absieht, seit Ocarina of Time das erste Zelda-Spiel, das ich mir nicht zu Release gekauft habe. Ne? Also ich habe Ocarina of Time direkt zu Release gekauft, habe es vorbestellt, nur um sicher zu gehen. Dann habe ich Majora's Mask direkt zum Release gekauft und habe es vorbestellt, nur um sicher zu gehen.
Dann kam Wind Waker, okay, den habe ich ignoriert, wie gesagt. Twilight Princess habe ich mit Wii vorbestellt. Ich hatte keinen Gamecube, also musste ich die Wii-Version kaufen. Die kam ja auch früher raus als die Gamecube-Version, also war das völlig okay. Habe ich also direkt zum Release gespielt. Übrigens sowohl Ocarina of Time als auch Majora's Mask als auch Twilight Princess habe ich zu Release mit mit Realm zusammengespielt. Seine Zeit, ja. Ja, dann kam Skyward Sword, habe ich auch zum Release bestellt und Let's Play It mit Re-Aim. Noch ein Zelda, das wir zusammen angefangen haben. Ja, und dann kam halt wirklich Breath of the Wild und ich habe mir dieses Spiel nicht vorbestellt und nicht zum Release gekauft. Warum? Ich hatte mir ernste Sorgen wegen diesem Spiel gemacht. Ich fand einerseits extrem gut, dass sie gesagt haben, wir machen ein Open-World-Zelda, weil eigentlich war Zelda genau das. Ursprünglich war Zelda ein Open-World-Spiel. Guckt euch mein Let's Play von Zelda 1 an, guckt euch meinetwegen auch mein Let's Play von Zelda 3 an. Da werdet ihr feststellen, dass man in dem Spiel eigentlich eine offene, große Welt hatte, die man erkunden kann. Das hat das Spiel mit ausgemacht. Und das, was man dort alles finden kann, war das Besondere. Man muss das Zeug nicht alles finden, aber es ist da und man kann. Und das ist ja so ein bisschen auch das Adventure-mäßige, das Zelda quasi damals ausgemacht hat. Ocarina of Time ging da schon ein Stück weit, ein gutes Stück weit von weg, hatte aber immer noch Elemente davon. Majora's Mask war, glaube ich, in der Hinsicht sogar noch mal ein gutes Stück stärker als Ocarina of Time. Aber danach ging es steil bergab mit jedem Zelda. Damit will ich nicht sagen, dass die anderen Zelda-Teile schlecht waren, sondern dass sie sich einfach in eine andere Richtung entwickelt haben. Also, normalerweise sollte man sagen, sowas wie ein schlechtes Zelda gibt's nicht. Wenn man mal die CDI-Spiele auslässt, okay. Aber ein schlechtes Zelda-Spiel gibt's eigentlich nicht. Gold, okay. Wenn ich schon kein Eisen habe, ne? Mal ein bisschen Gold mit. Das hier ist wirklich Gold. Das ist sehr, sehr gelb. Nicht nur ein bisschen gelb, sondern sehr gelb. Nicht gerade die ergiebigste Goldquelle, aber was soll's. Wenigstens ein bisschen was. Okay, hier gäbe es noch jede Menge Kohle. Hole ich mir die jetzt noch und drehe dann um, oder? Ich habe nur einen Block Eisen. Ich kann mir die Kohle nicht holen. Wenn ich mir die Kohle hole, was sich reimt, dann ist meine Spitzhacke sehr bald sehr kaputt. Und wenn ich nicht irgendwo Eisen herhole, dann kann ich auch keine neue Spitzhacke mehr bauen. Ne? Ich habe ein Problem, ich brauche mehr Eisen. Oh, da ist welches. Ich brauche aber noch mehr Eisen. Okay. Da ist auch noch mehr Eisen. Und ich brauche Fackeln. Ja, klar, wo war ich denn jetzt? Also, Breath of the Wild, Open World und so, juhu, hurra, war von Anfang an klar und ich war prinzipiell dafür, weil ich gemeint habe, ja, das gibt diesem Entdeckungsgefühl nochmal was Gutes. Übrigens, wir haben gerade das einzig Gute am Wind Waker im Hintergrund. Die Musik, wenn man irgendwie durch die Gegend segelt. Ist doch gerade das, oder? Oder verwechsel ich das gerade mit irgendwas? Ich glaube schon, aber ich... Ich könnte es auch gerade verwechseln, ich bin ein bisschen konfus. However, yeah. Breath of the Wild. Geile Sache, dass es wieder in eine offene Welt gehen sollte und so. Aber ich hatte gleichzeitig Angst davor, weil schon bei den ersten Videos, die uns gezeigt wurden zu dem Spiel, war klar, dieses Spiel wird nicht groß. Es wird auch nicht riesig, es wird gigantisch, monumental gigantisch oder so. Es wird so eine riesige Welt haben, dass man wochenlang drin rumlaufen kann. Im schlimmsten Fall ohne, dass was passiert und ohne, dass es was zu finden gibt. Und es wird Zeit fressen ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob ich das will und ob ich die Geduld für so ein Spiel auch noch habe. Früher als Kind hätte ich das mit Sicherheit sofort gesagt, ja geil, spiele ich, ole ole, so, sowas in der Größenordnung gab es damals gar nicht und als Kind hätte ich alles gespielt, was ich kriegen kann. Aber ich war mir da jetzt echt nicht mehr sicher, ob ich das will oder nicht und deshalb habe ich das Spiel nicht vorbestellt und gesagt, ich warte jetzt einfach mal ab. Mal sehen,
irgendwann siehst du irgendwelches Material dazu und dann entscheidest du dich, ob du das Spiel wirklich haben willst oder nicht. Was passiert natürlich? Haringway macht ein Release Let's Play. Das reimt sich. Haringway macht ein Release Let's Play. Ja. Serious Sam, Great Pyramid. Schön. Also die Musik im Hintergrund, ne? Ja, macht also ein Let's Play von dem Spiel. Und ich gucke mir das natürlich an. Und ich war schon im ersten Part relativ begeistert von der Optik. Aber ich glaube, ab dem zweiten Part war es da, wo ich gesagt habe, wow, das ist so schön. Also, ich glaube, sowas habe ich noch nie über ein Spiel gesagt, aber es ist so schön. Und damit kam dann relativ schnell für mich die Entscheidung, okay, du musst dir das Spiel kaufen. Zu dem Zeitpunkt war ich allerdings auch furchtbar pleite, hatte Schulden und nahezu kein Geld. Aber es wäre noch genug gewesen, um eine Nintendo Switch zu kaufen, wenn ich dafür drauf verzichte, meine Schulden abzuzahlen. Oder einen Teil meiner Schulden abzuzahlen. Und ich habe das dann abgeklärt mit der Person, bei der ich verschuldet bin. Und habe gesagt, ja, können wir das noch ein, zwei Monate rauszögern? Oder eher drei, vier Monate rauszögern? Ich würde mir da gerne was kaufen. Und gar, naja, gut, ist okay, ja, okay. Und ich fahre ins Elektrogeschäft meines Vertrauens, will mir das Spiel kaufen mit der Switch. Erstmal Gymmusik, hey, wir müssen das Video beenden, das ist erstmal Gymmusik und die Zeit ist ja auch schon rum. Will mir das Ding also kaufen mit der Switch und die haben es nicht. Also das Spiel weiß ich nicht, ob sie es noch gehabt hätten, aber sie haben keine einzige Switch mehr. Theoretisch dürften sie dann das Spiel auch nicht mehr gehabt haben, weil laut der ersten offiziellen Verkaufszahlen von Nintendo wurde das Spiel an sich selbst öfters verkauft als die Switch. Also die Switch-Version des Spiels wurde öfters verkauft als die Switch. Das heißt, mehrere Spieler, die eine Nintendo Switch besaßen, besaßen das Spiel mehrfach. Seltsam. Aber okay, wenn die so wollen, meinetwegen. Ja, und und gar und so, ne? Will ich hin? Ich hänge gerade. Ich komme also hin, die haben das Ding nicht und ich denke mir, scheiße. Andererseits hast du jetzt gerade einen Haufen Geld, das du nicht hast, gespart. Das hat auch was für sich. Aber wenn du schon da bist, guckst du mal, ob sie noch irgendwas anderes haben, was interessant ist. Laufst du durch die Reihe mit den Nintendo-Spielen und stelle fest, da steht Breath of the Wild für Wii U. Alles klar. Und so kommt es, dass ich Breath of the Wild habe, aber keine Switch, okay? Und jetzt machen wir aber hier einen Cut, verdammte Scheiße. Die Earthworm Jim Musik ist auch schon rum. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer das sein mag.